Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es besteht auch überhaupt kein Zweifel daran, dass das Glasfasernetz schnell und flächendeckend ausgebaut werden muss. Und um das festzustellen, brauchen wir, glaube ich, keinen Antrag der FDP. Gerade in der Corona-Krise mussten wir ja feststellen, wie verheerend es ist, die Herausforderungen der Digitalisierung zu spät erkannt zu haben und viel zu zögerlich reagiert zu haben, keine Schwerpunkte gesetzt zu haben und uns darauf verlassen zu haben, dass die unsichtbare Hand des Marktes diese Probleme schon lösen würde. Viel zu wenige Schulen, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, sind an das Glasfasernetz angeschlossen. Zu viele Arbeitnehmerinnen können heute nicht im Homeoffice arbeiten und zu viele Schülerinnen werden digital abgehängt, weil die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. An dieser Stelle sind wir bei der Kritik völlig bei Ihnen. Und auch teilen wir die Kritik, dass mit schlechter Internetversorgung es schwer ist, an einer modernen Gesellschaft teilzunehmen, egal ob auf Facebook, in der digitalen Verwaltung oder bei der Jobsuche. Und natürlich gibt es einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer guten digitalen Breitbandversorgung und der wirtschaftlichen Entwicklung in einer Region. Und deshalb sagen wir, ja, Zukunft braucht Glasfaser und Zukunft braucht eben keine Autobahn. Aber jetzt kommt ausgerechnet die Marktpartei FDP mit einem Antrag um die Ecke, der das festgestellte Marktversagen der privaten Anbieter durch mehr Subvention, mehr Bürokratie und eine neue Art von Gutschein bekämpfen will. Ist das wirklich noch die marktradikale FDP, die ich kenne? Meine Damen und Herren von der FDP, haben Sie doch an der Stelle mal Mut und Einsicht, auch anzuerkennen, dass es Bereiche in der Daseinsvorsorge gibt, in denen Marktmechanismen eben nicht greifen und in denen der Staat als Ordnungsmacht gefordert ist. Der Staat ist hier gefordert, den Rahmen vorzugeben und im Sinne der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in ganz Hessen selbst aktiv zu werden. Und Glasfaserausbau ist dafür nach unserer Meinung ein sehr gutes Beispiel. 11 Milliarden € hat der Bund für den Breitbandausbau bisher in die Hand genommen. Eine erstmal gewaltige Summe. Aber wenn man mal genau hinguckt, und die Grünen haben im Bundestag dazu 2020 eine Anfrage gestellt, wenn man mal genau hinguckt, von diesen 11 Milliarden waren bis dahin nur 7 Milliarden bewilligt worden. Also 11 standen im Haushalt, für 7 Milliarden gab es Bewilligungen. Aber, und es kommt noch viel schlimmer, tatsächlich waren nur 570 Millionen Euro aus dem Förderprogramm abgerufen worden. Das ist doch offensichtlich unser Problem an dieser Stelle. Und ähnlich sieht es doch auch in Hessen aus. Es standen in den Jahren 2015 bis 2020 Bundesmittel in Höhe von 105 Millionen Euro zur Verfügung. Und bei dieser Summe sind die Landesmittel ja noch gar nicht eingerechnet gewesen. Aber auch von diesen 105 Millionen Euro waren bisher lediglich 20,5 Millionen tatsächlich abgerufen, also nicht einmal 20% der zur Verfügung stehenden Mittel. 85 Millionen Euro stehen also allein aus Bundesmitteln für den Breitbandausbau in Hessen zur Verfügung, ohne dass sie tatsächlich in die Fläche kommen. Und jetzt kommen Sie von der FDP und fordern ein neues Förderprogramm. Es liegt doch nicht wirklich an der Bereitstellung öffentlicher Mittel, dass es an der Stelle nicht vorangeht. Es hilft doch nicht, die Dosis bei einer Arznei zu erhöhen, wenn sie nicht geeignet ist, die Krankheit zu bekämpfen. Was wir brauchen, sind tatsächlich andere Rezepte, aber vor jeder Therapie kommt zunächst erstmal die Diagnose beim Arzt. Lassen Sie uns doch mal genau hinschauen, warum die zur Verfügung stehenden Mittel bisher nicht zielgerichtet abgerufen worden sind. Und da gibt es einige Gründe, wenn man mit den Expertinnen und Experten der Glasfasernetze spricht. Sie sagen zum Beispiel, die privaten Anbieter haben sich zuerst einmal die Sahnestücke herausgegriffen. Urbane Gebiete mit vielen potenziellen gewerblichen und privaten Kunden, ohne lange Wege zwischen den Hausanschlüssen. Hier ist schnell Rendite zu erzielen und deshalb wurden die Leitungen auch schnell verlegt und die Anschlüsse zur Verfügung gestellt. Aber jetzt gilt es nach diesem Schritt, die Breitbandnetze auch in die Fläche zu bringen, dort, wo in Hessen 60% der Einwohnerinnen und Einwohner wohnen. Und hier sind die Wege eben weit, und dort sind hohe Investitionskosten für die Betreiber zu erwarten. Und als Zweites verstricken sich die Antragsteller in einer Vielzahl von Genehmigungsverfahren auf kommunaler Ebene, auf der Ebene des Landes und der vielen anderen Vorhabenbeteiligten.
Anträge müssen nicht selten papierhaft in mehreren Ausfertigungen DIN A0 groß in die Rathäuser getragen werden. Bearbeitungsfristen von mehr als 18 Monaten sind da keine Seltenheit, wenn man mal in den Rathäusern nachfragt. Hier müsste das Land Hessen mit klaren Regelungen der Standardisierung, einer Digitalisierungsoffensive der Bauämter, ja, und letztendlich auch mit mehr fachlicher und personeller Unterstützung helfen. Der Personalabbau, und dann komme ich da an der Stelle wieder zur FDP, der Personalabbau im öffentlichen Sektor, den gerade die FDP immer gefordert hat, das Dogma des schlanken Staates, das rächt sich jetzt auf Ihre Weise, wenn es darum geht, die Innovationsfähigkeit von Deutschland zu erhöhen. Und wenn endlich die Genehmigungen vorliegen, die Kapazitäten für die Umsetzung da sind, dann kommt das nächste Problem. Wer Förderprogramme in konjunkturellen Hochphasen auflegt, der darf sich eben nicht wundern, wenn Fachkräfte knapp sind und die Preise explodieren. Der landesweite Glasfaserausbau ist kein Kurzstreckensprint. Es braucht verlässliche Planungen, damit sich Investitionen in teure Maschinen eben rechnen und die Einstellung von qualifizierten Mitarbeiterinnen zu guten Löhnen dann tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum sichergestellt ist und die Maschinen für einen längeren Zeitraum auch ausgelastet sind. Auch das ein Problem, die Kurzfristigkeit vieler dieser Projekte. Und jetzt, wo es schwierig wird, zeigt sich aber überdeutlich, dass der liberalisierte Telekommunikationsmarkt, der ausschließlich von den Gewinnen der Aktionäre sich verschrieben hat, an seine Grenzen stößt und eben keine Lösung für alle bietet. Als Linke sagen wir, dass der Breitbandausbau und der Breitbandanschluss sowie Strom und Wasser heute zur allgemeinen Daseinsvorsorge gehört. Und das können wir nicht einem ungeregelten Markt überlassen, meine Damen und Herren. Hier ist der Staat in der Pflicht. Denn wie beim Kanalnetz muss unter diesen Prämissen nicht zuerst gefragt werden, ob es sich lohnt, auch das letzte Haus in der Straße anzuschließen. Hier gilt es, ein Anschlussrecht zu bezahlbaren Preisen in Stadt und Land zu fordern, unabhängig von der erzielbaren Rendite. Und dann stößt eben das Marktprinzip an seine Grenzen. Die globale Strategieberatung von PricewaterhouseCoopers beschreibt in seinem Bericht 2020 zum Glasfasermarkt den Start des Endspiels um den goldenen Nugget, also den äußerst attraktiven Gebieten in den Ballungsräumen, die sich durch eine hohe Siedlungsdichte und Unternehmensdichte auszeichnet. Die Linke fordert aber kein Endspiel für wenige, sondern eine sichere Versorgung für alle, egal wo sie in Hessen wohnen. Und noch einmal, es scheitert nicht am Geld in der Telekommunikationsbranche. Drei Zahlen dazu. Vodafone Deutschland machte in den letzten 5 Jahren 18,6 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern. Die Deutsche Telekom, das Nettoergebnis lag im gleichen Zeitraum bei 16,4 Milliarden Euro. Und selbst der drittgrößte Anbieter im deutschen Telefonmarkt, die Telefonica Deutschland, konnte noch 9,6 Milliarden Euro vor Steuern erwirtschaften und anschließend an ihre Aktionäre verteilen. Und diese Gewinne, meine Damen und Herren, werden eben nicht in einen zukunftsfähigen Ausbau des Glasfasermarktes investiert. Hier liegt der Return of Invest bei ungefähr 20 Jahren. Und daher fließt dieses Geld eher in Form von Dividenden in Richtung der Aktionäre. Die Linke bleibt bei ihrer grundsätzlichen Haltung, dass Aufgaben des Gemeinwohls in öffentlicher Hand gehören und nicht nur dort, wo es gilt, die Defizite der Privaten zu kompensieren. Statt erst mit öffentlicher Förderung zu dem marktgerechten Ausbau etwas zu fördern und anschließend die Nachfrageseite mit Gutscheinen zu päppeln, sollten wir das Geld dort bereitstellen, wo es tatsächlich allen nützlich ist. Bei den Kommunen, bei den kommunalen Versorgern und bei den Stadtwerken. Diese sind dann Gewährsträger dafür, dass die Telekommunikationsanbieter ihre Netze tatsächlich auch diskriminierungsfrei zur Verfügung stellen und dass sich die Kunden, und das ist die Sorge von vielen, und deshalb ist die Take-up-Rate auch so gering,
dass die Kunden sich nicht über Jahre an einen Versorger binden müssen, der ihnen dann auch noch vorschreibt, wer die digitalen Daten im Ende liefert. Und daher mein Fazit und unser Fazit zu Ihrem Antrag, das Marktversagen bei zentralen Aufgaben der Zukunftssicherung kann man nicht mit Subventionen bekämpfen. Es braucht hier einen klaren Richtungswechsel. Wir brauchen mehr Mut zum Öffentlichen, und wir brauchen Glasfaser für alle statt subventionierte Gewinne für weniger. Und deshalb können wir den Antrag der FDP zum Gutschein nur ablehnen. Vielen Dank fürs Zuhören.